danach, wenn sie keine Flugzeuge mehr haben, können wir ihre Bodentruppen ganz einfach platt machen. Jordanien. Freundchen, was machst du denn da? Er ist unser neuer Produktionsassistent. Du siehst wirklich bombig aus. Danke. Man kann eine Frau doch nicht bombig nennen. Oh. Ist doch unhöflich. Imani Omer la Bahura hat ne Detzatza. Selisha Pesedero Hashpala. Zema Auto. Du bist der Autor von Tel Aviv on Fire. Ja? Also sag schon, was passiert am Ende? Hören Sie, das kann ich nicht sagen. Also zweimal am Tag musst du hier durch meinen Checkpoint, verstehst du? Sag einfach, was am Ende passiert. Salam, du hast doch noch nie groß was geschrieben. Selbst den eigenen Lebenslauf kriegst du kaum zusammen. Hör zu, Yehuda ist ein israelischer Offizier. Also muss er männlich sein und romantisch und ein Gentleman. Darf ich? Ich hab's für dich aufgeschrieben. Was ist mit dir? Lächel. Ah. Sie hat ein Problem. Weißt du, die Pflicht kommt vor der Liebe. Weshalb sie sich mit ihm dann in die Luft sprengt. Hab ich mir ausgeliehen. Von Hollywood, verstehst du? Ich kenne den Autor. Wenn du erstmal Autor bist, hast du den Leuten gegenüber eine große Verantwortung. Es gibt immer entweder nur Bomben oder Kapitulation. David, Marta, Judeach, Nastali, Selepo, Achshav. Aravi, Azazazel, Shekotevet, Tel Aviv, Alaesh. Du markierst das Sidra? Raiti Pam, das ist antisemitisch. Seder, Tel Aviv, Alaesh, Kurim, Lose. Matsupita, Sheze, Zioni?